Ach ja. Ach so. Vergangenheitsgronk, du Arschloch. Ja, herzlich willkommen zurück bei Skyrim, bei den neuen Rollen. Die Seele eines Kaisers. Ich meine... Nun, ich werde nicht kämpfen, also können wir es auch hinter uns bringen. Gut. Ich hasse Vergangenheitsgronk. Ich hasse ihn so sehr. So, Hauptschlüssel, die... Ja gut, man will ihn ja in Würde liegen lassen, oder? Yes? Was? Was? Oh! Entschuldigung, da ist mir aus Versehen mein Atem frisch losgegangen. Huch, habe ich mich gerade selber erschrocken. Oh, puh. Gut, dass das jetzt nicht auf den... Das wäre ja furchtbar. Okay, warte. Wie können wir ihn denn jetzt hier... Das war ein schwerer Unfall. Der hat beim Masturbieren oder so... Haben wir nicht irgendwas Unverfänglicheres hier irgendwo? Guck mal, hier ist so sein Schlafzimmer, ne? Na komm, hier, schnell. Da ist einfach... Er war ja auch nicht mehr der Jüngste. Komm mal her. Komm, ich trage dich auf den Händen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen Kaiser zu tragen? Na komm mal mit, der hat noch ein bisschen Blut am Finger. So. Querschläfer. Man kennt es. So, kann ich jetzt die Füße eigentlich anheben und den hier so ein bisschen... Oh, das geht. So, der hat noch die Schuhe an. Mädels, bitte, jetzt guckt auch noch nicht zu. Das ist unangenehm. So. Und jetzt... Der Fuß scheint ein bisschen abgeschnitten zu sein. So. Guck mal. Das sieht doch überhaupt nicht... Oder? Das sieht aus, als könnte das ganz normal passiert sein. Da haben die jetzt nichts mit zu schaffen. Verloren gehen, alles klar, gut. Der liegt ja ganz entspannt. Ich würde sogar noch sagen... Der hat ja gestern Abend an seiner Laute rumgespielt. So. Und ist dabei sanft entschlafen. Das ist eine gute Idee. Mit einem Kelch voll... So. Das wird keiner merken. So, jetzt schnell abhauen. Okay, wir sollen hier zurück, wir sollen Bericht erstatten. Ich bin ganz ehrlich, ich mochte den eigentlich sehr. Und also der Kaiser wirkte mir wie eine sehr kompetente Version. Ich wollte es ja sagen potente, aber er ist kompetent. Ja, ich habe einfach mal Vergangenheitsgronks Bedenken habe ich gerade mal aus dem Fenster geschmissen. Ich hoffe nur... Huch. Ach so. So, bis gleich. Ich hoffe nur... Oh Gott, die Musik. Ich hoffe nur, dass es keine politischen Folgen hat. Weißt du, du bringst eine Wache um. 1000 Kopfgeld. Du bringst den Kaiser um. Nichts. Rein gar nichts. Da hinten der Nürnwurz, den hole ich mir noch. Ich finde das ganz furchtbar, was ich gerade getan habe. Ich wollte es nur sagen. Ich mache das jetzt nur für die Bruderschaft und ein bisschen auch für euch. Weil ihr immer Blut sehen wollt. Ich weiß ganz genau, hätte ich jetzt gefragt... So, Dankeschön, Nierenwurz. Hätte ich jetzt gefragt, da wäre bestimmt gekommen, so... Ja, bring ihn um, ja, Blut sehen. Wobei ich ehrlich gesagt... Ich finde es eigentlich ganz furchtbar. Naja, gut. Ich entziehe mich der Verantwortung. Huch, was ist hier passiert? Fern. Ich entziehe mich der Verantwortung und fahre zurück. Ach, warte mal. Die ist ja gar nicht mehr hier, ne? Stimmt ja, die Bruderschaft ist gar nicht mehr hier. Hm.
Melde dich bei Aumont Mortier. Ach, Dame, wir müssen zum Aumont. Aumont. Stimmt ja, wir müssen ja erstmal zum Schmierigen. Und der Kaiser hat uns um etwas gebeten. Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ein Wunsch, der letzte Wunsch des Kaisers. Und ich muss ihm einfach entsprechen. Ah, alles klar. Oh nein, nicht schon wieder. Naja, ich hoffe, wir kommen durch. Heute ist kein guter Skyrim-Tag, glaube ich. Wie gesagt, manchmal läuft es ohne Probleme und manchmal steht hier der Schlamm bis zum Hals. Okay, ich hoffe, wir kriegen das gleich noch weg. Wir ignorieren das gerade mal, wie immer, und dann komme ich um drei. Ja, Mensch, oh, das ist ein schönes Haus. So, mal gucken. Ich hoffe, da kommen wir durch. So, Juti Schmuti. Mein Gutester, mein Freund Aumont. Aha, ihr seid zurück. Ja. Psst, das darf keiner wissen, aber Titus Mede, der Zweite, ist tot. Ich weiß, ich habe vor wenigen Augenblicken davon erfahren. Wie denn? Das ist herrlich. Wie? Ihr wisst ja gar nicht, welchen Dienst ihr dem Kaiserreich, ja ganz Tamriel damit erwiesen habt. Ah, aber für Politik interessiert ihr euch nicht allzu sehr, richtig? Nein. Ihr wollt Geld. Und Geld sollt ihr haben. Euer Lohn wartet in einem Versteck auf euch. Hm. Er befindet sich im Inneren einer Urne, in eben jener Kammer, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind, in Volonruth. Oh. Geht nun bitte, sammelt euer Geld ein und mögen wir einander nie mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen, den Göttern sei Dank. Was den Punkt angeht... Was diesen Punkt angeht, mein Freund, dass wir uns nie wieder Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, bitte macht euch da keine Sorgen. So, Vorsicht. Aber wir hatten eine Abmachung. Ja, die hatte ich auch mit wem anders. Schnell, er ist tot. Ah, oh. Das hat sich gelohnt. Ansonsten gut, der ist an einer natürlichen Ursache gestorben. Das sehe ich sofort. How can I help? Leichte Blutung. Ach so, entschuldige bitte. Ich, ja. Gar nicht. Hallo. Ich fasse es nicht. Wir hörten, ihr wäre tot. Mortier ist im hinteren Raum, wenn ihr etwas mit ihm zu bereden habt. Ja, der hat leichte Kopfschmerzen heute. Ich fasse es ja, nicht. Ja. Wir hörten, ihr wäre tot. Ja. Mortier ist im hinteren Raum, wenn ihr etwas Nein, mit ihm ist zu er bereden nicht. Habt. Ich gehe. Tschüss. Okay, wir müssen nach Moulin Rouge und da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Geld holen. What? Hier ist immer noch defekt. Ja, ich glaube, da muss ich Skyrim nur neu starten. Moulin Rouge. Da hinten, Volonruth, okay. Da reisen wir auch mal schnell hin. So wie eine Schnellreise, man ist es gar nicht mehr gewohnt. Leute sind irritiert auf diesem Kanal. Die gucken so, Schnellreisen? Wie kann das sein? So. Ich find's schön, dass wir beide Pferde mal dabei haben. Ach, Schattenmähne. Guten Tag. Yes? Ja, nee, ich guck grad, wo muss ich denn da? Creepy. Ja, gut. So creepy und dusty ist es nicht mehr. Das ist aber nicht die Belohnung. Das ist nicht die Belohnung. Da sollte ja mehr drin sein. Wo ging's denn? Wo ging's denn hier nochmal rein? Oben rum? Ist schon wieder so ein bisschen her? Ja, hier. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz nach Moulin Rouge und dann öffnen wir. Links war der, ne, damals. Ist schon ein bisschen her natürlich, dass wir hier waren. Aber er müsste jetzt hier irgendwo zur Linken gewesen sein. Ja gut, der war es nicht. War das... Ja, ich glaube, hier war das. So, öffnen Holztür.
dürfte eigentlich auch keiner leben. Also hier dürfte uns keiner in die Quere kommen. Wir haben hier alles umgebracht. So, diese Truhe ist es nicht. Hoffe ich. Diese... Das waren 20.000, ne? 20.000 Septime. Ich dachte, das wäre die Urne auch nicht. Und da habe ich jetzt einfach reingegriffen. 20.000 Septime. Wie viel haben wir denn jetzt? 97.000. Das reicht aber schon für eine kleine Einzimmerwohnung in Berlin. Also, schön. Da sollen wir vielleicht mal öfter vorbeikommen. Leider kriegen wir sowas Schönes hier nicht mehr. Oh. Und da gab es noch 3 Septime gratis. Sag mal, hier war doch gerade eben noch... Wo ist denn der Typ, der hier saß? Mädels. Ich gehe einfach und dann ich mal ganz kurz. Ich gebe euch Deckung. Ich danke euch, das ist sehr herzlichst von euch. Okay, jetzt müssen wir gucken. Befindet sich die Bruderschaft, die wollte doch umziehen. Ist sie jetzt im alten Gebäude oder im neuen Gebäude? Und das Fertigkeitenmenü, wann werden wir das öffnen? Fragen über Fragen. Hier ist die Bruderschaft offenbar nicht mehr. Dämmerstern. Zuflucht von Dämmerstern. Die sitzt ja offenbar da oben drin. Okay, dann gucken wir nochmal ganz kurz nach. Lass uns mal gucken. So. Sehr viele Schnellreisen heute. So kann man ein Let's Play natürlich auch rumbringen. Ich brauche unbedingt eine Gen 4 Compressed SSD, die mit der neuen 3090er dekomprimiert wird. Das ist der Traum. Keine Ladebildschirme mehr. So. Hi. Wer bist du denn? Es heißt, dass die Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Was? Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Karte aktualisiert, die Halle der Wachsamkeit. Diese Musik hört übrigens sehr unheilvoll an hier gerade. Totenkrähenfelsen waren wir auch noch nicht. Halle der Wachsamkeit. Ich bin inzwischen ein bisschen überfordert mit dem ganzen Symbol hier. Festung, ich dachte eigentlich hier, Festung Dämmer, irgendwas. Festung Dermatologe. Dermatologe. Okay. Ich geh mal rein. Diese unheilvolle Musik gefällt mir überhaupt nicht. Diese Vampire. Da müssen wir mal intervenieren. Hi, Auri. Okay, ich mach mal kurz Licht an. So. Hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich nehme an, Geister gibt's hier nicht mehr. Ah. Na, gucke mal. Hi, Nasir. Und? Was gibt es über den Kaiser zu berichten? Ja. Ich würde sagen, der hat fast freiwillig abgedankt. Wirklich? Eine bessere Nachricht hättet ihr uns nicht bringen können. Ah. Trotz der jüngsten Ereignisse ist dies ein glücklicher Tag für uns, mein Freund. Trotz vieler Schicksalsschläge seid ihr der dunklen Bruderschaft treu geblieben. Ihr habt uns alle gerettet und dafür gebührt euch mein ewiger Dank. Ach was. Ich muss natürlich fragen, wie viel Mortier für die Ermordung des Kaisers bezahlt hat. Waren 20. Erstaunlich! Tja, der alte Bastard war die Mühe wirklich wert, was? Mhm. Darf ich euch vielleicht einen Rat geben? Ihr solltet David Mallory in Rifton aufsuchen. Wenn ich nicht irre, hat Astrid euch schon einmal zu ihm geschickt. Mallory ist ein Akquisitionsexperte. Mit dem Geld können wir diese Zuflucht renovieren und neu ausbauen. Sie zu einem echten Zuhause machen. Hm? Mhm. Kümmert euch darum und ich will sehen, ob ich nicht ein paar neue Mitglieder für unsere Familie finden kann. Das hört sich ja fantastisch an. Abgeschlossen, Wunderbärchen. Begonnen, wo man seinen Feind hinhängt. Das hört sich interessant an. Nimm Delvin Mallorys Dienst in Anspruch, das machen wir natürlich gleich. Ich gucke mich hier natürlich... Ich würde gern wissen, ob Cicero noch da ist. Machen wir hier.
Vulkanglasschwert, hat jemand da liegen lassen. Schlamperei, alles nicht aufgeräumt hier. Alles hingeschlammt. Ich weiß natürlich, also hier ist auf jeden Fall mehr Platz. Ach guck mal, hier hängen jetzt auch so Poster. Hier so Mitmachposter. Jugend trainiert für Olympia. Ich frage mich halt, ob die anderen hier auch irgendwo sind. Es ist vollbracht. Kaiser Titus Mede der Zweite ist tot. Ja. Und die dunkle Bruderschaft lebt weiter. Ja, ja. Doch unsere Arbeit hat gerade erst begonnen. Wen soll ich noch töten? Gott? Kommt näher, Zuhörer, und lauscht meinen Worten. Muss ich wirklich? Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem arbeitslosen Arbeiter in der Frostfurt in Rorikstadt. Nehmt sein Gold und dann tötet das Ziel. So beginnt ein Kontrakt mit Blut besiegelt. Sprich mit der Kontaktperson. Okay, sind Sternchenaufgaben, sind also wiederkehrende Aufgaben. Machen wir einmal und dann lassen wir die Mutti der Nacht, lassen wir in Ruhe ruhen. Nicht die Bevölkerung dezimieren. So, hey, Babette Blue. Wisst ihr, ich kann euch immer noch Zaubertränke und so weiter verkaufen oder euch in der Kunst der Alchemie trainieren. Super lieb, dankeschön. Mir gefällt es hier. Wir hätten schon vor Ewigkeiten nach Dämmerstern ziehen sollen. Sehe ich genauso. Tschüss. Einen schönen Auftrag wünsche ich. Ebenso. Tschüsschen. Ich finde es gut, dass wir die Mutti auch mitgenommen haben. So, ich mache mal ganz kurz hier neue Stufe. Was ist denn hier los? Ich mache mal wieder ein bisschen Gieß, ne? Bisschen Gieß. Okay. Zerstörung, Beschwörung. Taschendiebstahl, Schlossknacken, Schleichen. Lernen wir ja auch langsam. Ich guck mal kurz. Haben wir bei Schleichen noch irgendwas Interessantes? Lautlose Bewegung. Das Rüstung verursachen 50% leiser. Eigentlich schön. Damit man uns nicht hört. Gehen oder Rennen haben keine Auswirkungen darauf, wie schnell du entdeckt wirst. Schattenkrieger, Ducken unterbricht den. Ja, okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Leichtfüßigkeit, du löst keine Druckplattenschalter oder Bärenfallen mehr aus. Können wir eigentlich ignorieren, es sei denn, wir wollen das dahinter haben. Leichte Rüstung brauche ich nicht. Schießkunst, hat man da noch irgendwas? 97 haben wir da jetzt. Doppelt so viele Pfeile von toten Körpern, eigentlich nice. Du kannst mit schussbereiten Steinen laufen. Schnellschuss haben wir ja schon. Oder? 30% schneller spannen. Ich guck mal kurz hier. Waldläufer. Einige Sekunden lang leben. Also wir können ruhig hier mal ein bisschen, ne? Ich mach mal den schneller spannen hier. Kleiner Schnellschuss. So, da ich mit dem Bogen ja relativ gerne unterwegs bin. Huch, achso. Prima. Da freue ich mich, dass ich auch hochlevel. Oh ja, das geht viel schneller. Schön. Alles gut. Ich frage mich. So, ich glaube, mehr Leute haben wir ja hier nicht. Also können wir auch wieder gehen. Ich frage mich immer noch, ob wir das Wölfchen hätten retten können. Das werde ich mich wohl ewig fragen. Okay, meine Frage ist, wo geht's hier wieder raus? Hi. Da oben lang. So, warte. Was denn hier? Ich gehe immer im Kreis, ne? Da ist die Mutti. Da geht's raus. Alles klar. Okay, ich habe schon wieder zwei Grafikfehler gesehen. Ich glaube, ich muss Skyrim mit dem neu starten. Das wird diesmal wieder nicht lange halten, glaube ich. Zuhörer! Ach! Ja! Ja!
Cicero. Schön, euch wiederzusehen, alter Freund. Oh ja, es ist Cicero. Ihr wart so dumm, mich zu verschonen. Dachtet ihr etwa, ich würde euch dafür danken? Ja. Cicero sollte der Zuhörer sein, nicht ihr. Was? Nun werdet ihr sterben. Was? Platz halt her. Da! Platzhalter? Was? Reingelegt! Was? Oh, Zuhörer! Ihr solltet euren Gesichtsausdruck sehen! Ich war ganz kurz davor, dich in zwei Ciceros zu teilen. Oh, Cicero ist wieder da! Nicht um den gütigen Zuhörer umzubringen, sondern um ihm zu dienen, bis einer von uns im Dienste unserer Mutter stirbt. Für immer beste Freunde. BFFs. In der Zwischenzeit richte ich mich in der Zuflucht ein. Ich bin sicher, Mutter braucht Zuwendung. Mm. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ja, wenn Lydia mal nicht freidreht hier, ne? Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und... mein Beileid. Wer denn jetzt? Das war's dann wohl. Ich muss los. Oh Gott, wer denn jetzt? Oh nein. Wer denn jetzt? Nein, ich will nicht. Testament, ich hasse das. Nein. Erik. Im Namen von Jarl Balgruuf the Greater haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Armand Mautier zu informieren. Oh, Armand. Armand, mein guter Freund Armand. Nein! Armand Mautier hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Das sind ja sogar 20.100 Goldstücke, die wir dann bekommen haben. 20.090 offenbar. Der Hof des Jarls hat eine gesetzliche Steuer in Höhe von 10 Goldstücken. Nein, Armand! Möge dieses Erbe euch an eure anhaltende Treue zueinander erinnern. So bitter. Es ist so bitter, es trifft mich hart. Ich danke euch, mein Freund. Ihr könnt nichts dafür. Huch. Cicero ist schon abgehauen. Nein, tut mir leid. Nichts. Ah, okay. Ich glaube, die Musik hat mit dem Ding da zu tun. Okay. Wir sollen noch Rifton, ne? Das machen wir nochmal schnell. Was ist das da? Irgendwas Blaues. In die Diebesgilde. Ist es das, wo er uns hinschickt? Ich guck nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der Kollege, wo wir jetzt hin sollen. Dann düsen wir mal ganz kurz hin. Machen alles schick. Und dann haben wir das alles. Dann haben wir heute richtig schön... Also, Kaiser weg. Armand ist leider spontan verstorben. Ich weiß, ihr seid traurig. Bitte, bitte nicht weinen. Bitte wischt euch die cooler Tränchen weg. Ach, der arme Armand. Er hat ein glückliches Leben. So... Trolle gibt es überall im Himmelsrand. Ja, nicht nur da. Nicht nur da. So. So, hi Auri. Bitte nichts verraten. Wir nehmen einfach alle Leute mit in die Diebesgilde, ungefragt. Gar kein Problem. Und die Diebesgilden-Questreihe sollt ihr vielleicht auch mal ein bisschen machen, ne? Eventuell. So. Schön. Immer wieder schön in der Kanalisation. Müsste es hier nicht nach Fäkalien riechen eigentlich? Ich meine, das ist ja immer Kanalisation. Da kommt ja eigentlich der ganze... Die ganzen Interna von den Bewohnern kommen hier an. Also, es wäre nicht mein Favorite Place, mich zu verstecken, wenn ich ehrlich bin. So, da ist er ja. Huch. Eine Warnung, Angebot zur rechten Zeit. Machen wir gleich. Erstmal Delvin, ne, mein Freund. Ihr benötigt Gold. Ich habe vielleicht Arbeit für euch. Nein. Ihr benötigt Gold und ich habe Arbeit für euch. Könntet ihr die Dämmersternzuflucht vielleicht renovieren und neu ausbauen, mein Freund? Die Dämmersternzuflucht? Mhm. Da haust ihr alle also gerade. Ja, die haben alle Unrecht. Ganz ehrlich, das wird euch kosten. Sehr viel kosten, aber ja. Ich kann euch helfen.
Wovon genau sprechen wir denn hier? Neuer Banner, Giftmischerwerkstatt. Oh, das kostet ja wirklich Luxus-Suite. Oh ja. Also neue Banner wären gut. Wandbehänge, wie? Wollt ihr es euch vielleicht etwas gemütlich machen? Ja. Also gut, ihr sollt sie haben. Ich danke euch, super. Nee, noch mehr. Sagt mir, was ihr benötigt. Und ich lasse meine Leute an die Arbeit gehen. Ja, eine Folterkammer wäre wichtig für die Arbeit. Ah, ja. So kenne und liebe ich die dunkle Bruderschaft. Fürs Geschäft oder zum Vergnügen? Beides. Aber ist auch egal, oder? Ich werde mich darum kümmern. Orgien. Wir machen da Orgien. Noch was? Aber natürlich. Giftmischerwerkstatt wäre schön. Ich glaube, da würde sie sich bei Bett freuen. Die sind schon praktisch, oder? Ja, super. Ein Arbeitsplatz für Alchemie-Experimente. Mhm. Vielleicht ein kleiner Garten mit ausgesuchten Pflanzen. Schön. 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 Ist so gut wie erledigt. Schön. Toll. Noch was? Also gut. Wie lauten eure Wünsche? Kleiner geheimer Eingang vielleicht? Ja, das kriegen wir hin. Ich denke da an einen Kanaldeckel im Außenbezirk von Dämmerstern. Der würde zu einem Tunnel und dann nach drinnen führen. So kommt ihr schnell wie die Kaninchen rein und raus. Träumchen. Das finde ich super. Okay, zu guter Letzt. Sagt mir, was ihr benötigt. Und ich lasse meine Leute an die Arbeit gehen. Teppiche. Na gut, vielleicht eine Luxus-Suite. Also ich würde gerne, ich hätte gerne ein bisschen Spa, ja? Wellness- und Spa-Bereich hätte ich gerne. Ein Luxus-Schlafzimmer, das eines Königs würdig wäre. Ja. Kein Problem. Schön. Ihr bekommt ein schönes großes Bett, einen hübsch eingerichteten Raum und vielleicht noch etwas zusätzliche Dekoration dazu. Magnifik, ich danke euch. Tschüss. Darf ich euch einen Rat geben? Klar. Nehmt jede Arbeit an, die ihr bekommt. Sonst endet ihr in der Gosse. Ja, keine Sorge. Ich habe noch ein bisschen Reserven. Könnt ihr euch darum kümmern? Zum Glück. Er wird euch nicht mehr belästigen. Das verspreche ich. Oder wollt ihr lieber den ganzen Tag ziellos herumlaufen? Ja, was? Wer redet hier mit wem? Ach, wächst schon wieder. Heuler? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ah, ihr seid das. Okay, Tonilia? Wenn ihr zusätzliche Arbeit sucht, sprecht mit Vex oder Delvin. Da gibt es immer was zu tun. Was gibt ihr mir dafür? Den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal sehen. Ach so. Was gebt ihr mir dafür? Dann verkauft ihr mir Sachen? Ja, nee, ich will meine Sachen behalten. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, hat mir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Die weg. Achso, warte mal, was ist denn mit diesen Dingern hier? Angebot zur rechten Zeit. Delvin, ich erwarte eine Lieferung von 20 Vulkangleispfeilen. Wenn ihr welche davon haben wollt, verkaufe ich sie euch zum Selbstkostenpreis. Ich muss die Ware loswerden, sonst wird das Miststück auf unser Geschäft aufmerksam. Wenn ihr sie wollt, findet ihr sie im üblichen Versteck unter den Docks. Ich melde mich in einer Woche bei euch. Das war's. Gut, und hier noch eine Warnung. Delvin, Meister des Schleichens, was? Wenn ich euch noch einmal dabei erwische, wie ihr versucht, euch an mich anzuschleichen, während ich im See bade, schneide ich euch euer wertvollstes Stück ab. Vex. Okay. Meister des Schleichens. Ach, guck mal, da ist ja auch die Hand schon wieder. Jetzt wissen wir, was die heißt. Wusste ich vorhin nicht. Hat die Vex noch irgendwas von uns? Nee, ne? Für uns? Nee, ne? Ich habe Arbeit für euch, wenn ihr den Mumm dazu habt. Nee, hab ich nicht. Ciao. Hey, was glaubt ihr denn, wo ihr hingeht? Wir haben zu tun. Ja, nee, wir nicht. Tschüss. Ich habe meinen Soll erfüllt. Ich fahre jetzt nach Hause und guck mir die Raufasertapeten an, die wir gerade erworben haben. Hier, ich fall auch wieder drauf ein. So, auf in die Zisterne. Da bin ich so gerne. Immer wenn ich in Riften bin. Immer wenn ich in Riften bin, muss ich immer daran denken, dass das Grab zugeht. Natürlich. Muss ich immer daran denken, dass wir hier das ganze Waisenhaus außer ein Kind adoptiert haben. Und wir sollten uns eigentlich darum kümmern, aber von meinem Vater habe ich gelernt, dass ich jetzt schnell weglaufe.
So. Entschuldigung. Ich wollte nur kurz schnell in die Zuflucht. Ich wollte mal gucken, wie es da aussieht. So. Ich muss die irgendwann mal besuchen. Ich habe aber keine Geschenke für die. Ich wollte jetzt noch schnell mal ganz kurz eben unsere Zuflucht anschauen. Ich hoffe, die Tür ist noch irgendwie da. Oh, der lädt länger, weil wir jetzt wahrscheinlich alles neu gekauft haben, ne? Ich vermute mal, da wird das bestimmt... So. Hallo, mach hin. Skylum, schnell, guck mal auf die Folgenlänge. Na also. Ist schon sehr dunkel. Okay. Irgendwo gibt es noch einen Geheimgang. Ich weiß nicht wo. Ich gehe einfach mal durch den Haupteingang. Und dann mache ich mal kurz unsere Funzel an, denn man sieht hier einfach gar nichts. Nichts. Okay. Jetzt mal schnell laden. Schnell laden. Das Konzept von Schnell hat er nicht begriffen. Lädt er überhaupt? Doch, okay, ich dachte gerade schon. Okay, huch. Ist ja ganz anders jetzt. Hä? Gar nicht wiederzuerkennen. Hallo Cicero. Ich höre, die Folterkammer ist in Betrieb und guck mal hier. Sagt er ihm, das ist keine Horde, das ist meine Frau. Oh Gott, Cicero erzählt Witze. Was haben wir getan? So, nehme ich einfach mal mit. Weil wir es können. River Betty, was? Achso. Was machst du denn da? Oh, okay. Ist das Menschen? Da liegt Menschen. Yes? Nee, du, ich sag gar nichts. Tanz? Der Fluss des Schreckens wird dem armen Cicero sicher ein paar Ja, Zuhörer. Wie kann ich euch dienen? Ich befehle euch, mich zu begleiten. Oh. Wandert stets im Schatten, Zuhörer. Ja, das mache ich ja schon. Guck mal, das Fensterchen ist auch wieder dabei. Irgendwo muss ja eine Folterkammer sein. Ich höre Leute schreien. Oder es ist Cicero. Der begeistert ist, ich weiß nicht genau. Ich schaue mich nur ganz kurz hier. Altes Büchelein. So, das hier war schon vorher da, glaube ich. Da geht's wieder hoch. Ich weiß natürlich nicht, wo die Folterkammer ist. Ich habe keine Ahnung, wo die hingebaut haben. Ach, schick habt ihr es hier. Habt ihr euch eingerichtet? Winziger Seelenstein kannst du behalten. Alles gut. Brauch ich nicht. So. Na, aber Bett. Also, wartet. Cicero lebt und wir sind alle wieder Freunde? Ich sage euch, langsam verliere ich den Überblick. Ja, es sind schnelllebige Zeiten, lieber Babette. Schnelllebige Zeiten, in die... Das ist unser Schlafzimmer hier. 4 Septime, Rolle der Furcht, lalala, Coin Purse. Ich lasse es trotzdem alles mal liegen, weil sieht schöner aus, als wenn wir es jetzt mitnehmen würden. Ich meine, wir brauchen es im Grunde genommen... Des Ritters, nice. Im Grunde genommen brauchen wir die Sachen hier nicht, die hier liegen. Auch wenn es schön ist, Roll of Paper, die nehme ich mit. Das ist jetzt also unser Zimmerchen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Luxuszimmer. Ich bin direkt hinter euch. Also richtig, weiß nicht genau, wo die 3000 Rupien dafür hingegangen sind, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Hab mir jetzt ein bisschen mehr erhofft als Gegenwert, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will mal nicht mosern. Ach, das hier war vorher diese offene Scheibe. Ah, alles klar. Okay. So, wie sieht's aus? Warum überrascht es mich nicht, dass Cicero noch lebt? Ich kann diesen kleinen Hofnarren zwar nicht ausstehen, aber wenn ihr ihn hier willkommen heißt, werde ich das nicht in Frage stellen. Gut, so ist recht. So lobe ich mir das hier. Ach, das ist die kleine Folterkammer. Huch. Was ist denn hier los? Wer sind Sie? Warum tut ihr das nur? Ich mach gar nichts. Ich bin überrascht, Sie hier zu sehen, werte Freunde. Ich sage euch alles. Alles. Aber bitte hört auf, mir weh zu tun. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Dieser glühende Schürhaken ist hier nur, weil es winter draußen kalt ist. So. Spinners.
Guten Tag. Priests of Ifrit. Was? Are said to be able to change the past. Was? Predict the future. Was? I wonder if my mother could do that. Was? Hä? Lydia? Lydia? Was ist hier? Lydia? Ist das ein Amulett von Maha? Ich bin überrascht, dass jemand wie ihr noch nicht vergeben ist. Ist das ein... Ist das eine Einladung zum Kuscheln vorm Lagerfeuer, oder was? Ihr geht vor, ich folge. Ich bin irritiert. Guten Tag. Bitte. Danke. Hallo. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Torture Tools, ja. Naja, gut. Meine Damen, meine Herren, ich verlasse Sie jetzt auf ein weiteres Abenteuer. Tschüss. Das Gestöhne ist groß da drin. Ach, naja. Das Leben ist nicht leicht. Hey, Cicero! Cicero steht zu euren Diensten. Oh, großer und mächtiger Zuhörer. Begleiten? Okay, tschüss. Cicero ist auch eine Begleitperson. Der ergebene Cicero lebt, um zu dienen. Wir haben also drei neue Begleitpersonen alleine hier. Das gefällt mir gut. Wenn das jetzt bei der Liebesgilde auch so gut klappt, dann herzlichen Glückwunsch. It's cold. Ja, es ist wirklich sehr kalt hier. Ja, es ist wirklich sehr kalt hier. Ihr habt ja recht. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war, glaube ich, der Abschluss der... Ja, Meuchelmördergilde. Schön, Meuchelmördergilde gefällt mir viel besser. Ja, das war die dunkle Bruderschaft. Ich gebe euch Deckung. Und Lydia. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht genau, was wir als nächstes machen. Das suchen wir uns dann schön aus. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. Das mit dem Folterkeller tut mir echt leid. Und mit dem Kaiser. Aber naja, es ist, wie es ist, ne? Tschüss.